Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Heute geht es mal ganz kurz um Google Now. Die Android-Nutzer kennen es und viele iOS-Nutzer nutzen es auch. Diese lustigen Erinnerungskärtchen und die ganz vielen coolen Funktionen. Standardmäßig zeigt es ja immer nur das Wetter an. Sportevents, Ergebnisse klappen hier und da mal. Was gut funktioniert, ist inzwischen die Integration vom öffentlichen Nahverkehr, das Pendeln, die Pendelstrecke wird angezeigt äh, und solche Sachen. Ähm, oder auch was richtig Spooky ab und zu ist. Ihr googelt vormittags die Uhrzeit äh, bei eurem Kino für einen Film und am Abend äh, erinnert euch dann Google genau daran, dass ihr jetzt zur Bahn müsst, um pünktlich am Kino und zu diesem Film zu kommen. Also, da gibt es ganz viele spookige Sachen und mit mehr Informationen, die Google über euch erfährt. Und in Zukunft wird das Ganze natürlich noch. Besser. Bisher funktioniert es auf den äh, mobilen Geräten wunderbar. Was noch fehlt, ist die Chrome Browser Integration und das gucken wir uns mal an. Ähm, in der Alpha-Version, die ich also die Alpha nennt sich bei Google einfach Canary. Ähm, da gibt es das schon einige Tage. Ich glaube, heute ist auch die Beta rausgekommen. Kann man sich ganz einfach mal runterladen, installieren und dann damit auch äh, mit eurem Konto synchronisieren und was ihr da nicht alles vorhabt. Und wenn das Ding hier oben jetzt keinen Erinnerungsglocke äh, hat, dann müsst ihr Google Now oder die Karten erstmal aktivieren. Da gibt es verschiedene Sachen. Ihr könnt da About eintippen oder ihr könnt da auch, ich glaube, Chrome und dann Doppelpunkt. Lags klappt, müsste auch. Ja, geht beides. Und dann habt ihr hier die ganzen Goodies. Äh, ganz viele ist ja oben auch noch er er erklärt. Und da müsst ihr jetzt runter bis zu Google Now. Auf dem Mac macht man dann natürlich Command F und haut einfach mal Now rein und lässt es sich anzeigen. Und dann gibt es auch hier den Eintrag Google Now berichtigung aktivieren. Standardeinstellung nützt uns nichts wir aktivieren es. Hätte ich jetzt auch hier einfach mit Enable Google Now aktivieren können. Dann ganz wichtig, einmal die den Browser neu starten und jetzt rattert er jetzt rattert er jetzt rattert so und jetzt ist hier oben in meiner Taskleiste was Neues dazu gekommen. Ein Erinnerungsglöckchen. Und da ist dann, wenn ich da jetzt drauf gehe, dann werden mir meine Google Now Sachen angezeigt. Und dann auch die Informationen. Google Now für, für Chrome. Greifen Sie auf allen Ihren Geräten auf die benötigten Informationen zu. Weitere Informationen, klar, dann kriege ich hier das ein oder andere. Infodokument noch, aber das bringt derzeit nichts. Was halt angezeigt wird, ist die Uhrzeit. Äh, das Wetter mal wieder standardmäßig, wobei ich keine Ahnung habe, warum er mir hier Lüneburg anzeigt. Ähm, gut, da komme ich wieder auf nur die Infokarte. Was ich natürlich hab, haben möchte, ist natürlich Düsseldorf. Was mir jetzt so ein bisschen fehlt, ich habe hier auch schon was rumgespielt, nicht alle. Google Chrome Cards werden oder Google Now Cards werden bei mir angezeigt. Ich hatte mir dann zum Beispiel Erinnerungen gemacht, ähm, die tauchen seltsamerweise noch nicht auf. Aber es ist natürlich schön, das mal zu sehen, dass das mit, den, äh, mit Google Chrome äh, und der Google Now Integration mal etwas in die Pushen kommt. Also, wer damit rumspielen möchte, einfach mal nach Google Chrome Alpha suchen und dann kommt ihr zur Canary Version. Oder ihr könnt natürlich auch nach, direkt nach Canary suchen, da ein bisschen rumspielen und euch da austoben. So, das soll es gewesen sein. Heute nur ein kurzes Infovideo. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten. Tschüss.